Margot lief wie von der Tarantel gestochen in die Arme von Alexander Nübel. Freudestrahlend feierten die beiden Matchwinner von Schalke 04 den Einzug der Königsblauen ins DFB-Pokal-Achtelfinale und dürften nach dem glücklichen 6:5 Erfolg im Elfmeterschießen bei Zweitligaspitzenreiter 1. FC Köln vor Erleichterung beinahe abgehoben sein. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Schließlich krönte UT entscheidender Treffer nach Nübels wichtiger Parade im ersten Durchgang das Ende von Schalkes quälender Torflaute. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte die Begegnung 1:1, 1:1, 0:1 gestanden. Erst Joker Nabil Bentaleb 89. Handelfmeter rettete die Gäste dabei mit dem ersten Schalker Treffer nach 395 Minuten überhaupt in die Verlängerung. Jhon Cordoba schießt den 1. FC Köln gegen Schalke 04 in Front. Es war nur ein Elfmeter, ich will das nicht zu hoch hängen, meinte der gebürtige Kölner und nach seinem goldenen Tor bescheiden. Aber natürlich machte der junge Nationalspieler aus seiner Freude auch kein Hehl, es ist schön, der Mannschaft geholfen zu haben. Wenn man im Elfmeterschießen gewinnt, hat man einen psychologischen Vorteil, und den nehmen wir jetzt in die Liga mit. Dabei hatte Jhon Cordoba, 43. den Bundesliga-Absteiger aus Köln, der über weite Strecken die spielerisch bessere Mannschaft war, kurz vor der Pause verdient in Führung gebracht. Lediglich Einzelaktionen verhalfen Schalke lange Zeit zu Torchancen, erst nach dem Seitenwechsel wurden die Gelsenkirchener zielstrebiger. Es ist die alte Leier, beschrieb Hut trotz aller Freude die Probleme seiner Elf selbstkritisch. Bis zum letzten Pass spielen wir gut, aber dann spielen wir falsch raus oder vertändeln den Ball. So ist das mit Toren schwierig. Am Ende gelang der Elf von Trainer Domenico Tedesco doch noch im vierten Anlauf der erste Sieg in einem Pokalspiel in Köln. Vor dem wegweisenden Bundesligaspiel am Samstag 15:30 Uhr im Live-Ticker gegen den Tabellen-16. Hannover 96 entschärften die Königsblauen damit ein wenig ihre Krise. Von einem Klassenunterschied war vor 50.000 Zuschauern nicht zu spüren, im Gegenteil, die Gastgeber, die den Schalkern zuvor die Favoritenrolle zugeschoben hatten, kombinierten ansehnlich und brachten die Abwehr der Gelsenkirchener mehrmals in Verlegenheit. Schalke in Halbzeit 2 zielstrebiger als Köln beim Bundesligisten war dagegen kaum ein Zusammenspiel erkennbar. Die im Vergleich zum 0:0 in der Liga bei RB Leipzig auf 6 Positionen veränderte Schalker Mannschaft wirkte verunsichert und leistete sich viele Fehler im Aufbau. Erst nach knapp 20 Minuten legte Schalke die Lethargie ab und kam durch Sebastian Rudi, 22. und Amine Harit, 25. zu Chancen. Dennoch war Köln Führung verdient. Im zweiten Durchgang wirkte Schalke etwas zielstrebiger und strukturierter. Doch erst ein wuchtiger Freistoß von Naldo, 68. sorgte für Gefahr. FC-Torhüter Timo Horn wehrte den Schuss des Brasilianers aber stark ab. Tedesco brachte in der Schlussphase die Offensivkräfte Bentaleb und Breel Embolo, um den Ausgleich irgendwie noch zu erzwingen. Dies eröffnete den Kölnern immer wieder Räume für Konter, ehe Bentaleb den Gästen durch seinen Ausgleich nach einem Handspiel von Rafael Tschich aus den Weg in die Verlängerung ebnete. Schalke hatte Glück, als Dominik Drexler völlig freistehend per Kopf die Chance zum Kölner 2:1 vergab, 99.